Vatersein oder Vaterschaft bedeutet für mich ein tägliches Scheitern. Ja, ich lache deshalb, weil es einfach wichtig ist, sich klar zu sein, dass man nicht perfekt ist. Man ist am Anfang, wenn man Vater wird, ist man einfach Erziehungsamateur und bleibt das auch eine Weile und das ist gut so. Wir sind nicht perfekt und man lernt aus Fehlern und das ist ganz toll. Nämlich, man schaut sich Sachen an, wie funktionieren die? Wenn sie nicht so gut laufen, kann man überlegen, wie macht man es besser. Auch mit der Partnerin, mit dem Partner austauschen, einfach schauen, was macht es besser und dann einfach dranbleiben. Drum, es ist ein Scheitern, aber es ist auch ein lustvolles Scheitern, weil man dadurch wächst, weil man sich dadurch entwickelt. Und das ist Vaterschaft für mich, Entwicklung.